Hallo YouTube, hier ist der Cracky von Ravioli. Ich nehme heute live ein kleines Video auf, um, weiß ich nicht, ein Anliegen preiszugeben, welches mich schon länger beschäftigt. Und zwar geht es dabei um eine All-in-One-Wasserkühlung, welche ich hier auch schon vorgestellt habe, die LEPA Aqua Changer 240. Also eine Wasserkühlung mit einem 240er Radiator und dem festen Block dran. Ja, alle winken mal in Richtung YouTube, das ist schön. Die lag jetzt lange bei mir rum, weil ich sie nicht benutzt habe. Ne? Ich Luftkühlungsfetischist und so. Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen in das Wasserthema eingestiegen. Ne? Also hier mit so einem Zeugs da und so. Und habe damit Spaß. Und da hat es mich dann pauschal mal interessiert, was ist eigentlich hier drin? Was steckt eigentlich in so einer Kompaktwasserkühlung? Ja? Was ist da eigentlich überhaupt für ein Zeugs drin? Und ich habe mich ganz schön erschrocken, als ich einfach mal ganz dreist diese Schläuche hier aufgetrennt habe. Das ist jetzt Bild im Bild. Das war das, was da drin war. Man sieht diese Partikel da drin. Ja? Kann man ganz gut erkennen, oder? Jetzt hier so, das sind so Zwischenbilder, so, wo ich gezeigt habe, wie ich das Ding gespült habe und was weiß ich nicht was. Und das war Testaufbau. Und hier sieht man wunderschön, was da für eine Plörre drin war. So, woran liegt das? Das liegt daran, weil hier ein Aluminium-Radiator benutzt wird und ein Kupferblock auf der CPU. Das reagiert dann miteinander und dann macht das richtig Tennis mit der Kühlflüssigkeit. Das wird noch besser. Passt auf. Scroll mal durch. So. Also, ne, ich habe ja hier. Ups, so geht das. Das ist der eigentliche Kühlblock. Ich meine, ich habe ihn auch gerade vor mir liegen. Aber so sah der aus. Ich habe hier diese. Da ist so eine schwarze Blende davor. Rundherum, die habe ich abgemacht und dann sind das halt diese X-Schrauben, die man lösen muss. Und dann habe ich das hier erblickt. Das ist natürlich so eine Sache. Da kann die Pumpe irgendwann nicht mehr. Wenn die Pumpe durch diese schmalen Kanäle durch muss, geht die Pumpe irgendwann den Bach runter. So sah das Ding dann aus nach dem ersten Reinigungsvorgang. Und der Schnodder war da drin. Und dann habe ich mit Lösungen gearbeitet, mit Essig und Salz und Zitrone. Hier, ja, Essig, Jodsalz, Zitrone gekauft und eine Cola. Aber mit Cola habe ich es nicht gemacht. Und dann habe ich das Ding da drin gebadet. Und so weiter und so weiter. Und das war auch die Bodenplatte, die war ein bisschen angeraut. Die habe ich dann abgeschliffen noch zusätzlich. Hier sehen wir schön den Testaufbau. Keine Schleichwerbung, aber habe ich mit Salz und Essig dann gearbeitet, um dann die ganzen Klimbim noch rauszukriegen. Habe mich halt viel beschäftigt mit dem Block. Ja, der lag dann auch hier im Salz. Sah dann so aus. Salz und Essig, wie gesagt. Ich habe kein Ultraschallgerät. Nee. Das wäre natürlich eine super Option gewesen. Am Ende war ich aber schon ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis. Das sah dann nämlich dann so aus wieder. Also das ist dann schon ziemlich okay. Und ja. Ich habe dann die Bodenplatte von dem Ding noch abgeschliffen und was weiß ich nicht was. Zeige hier, sieht jetzt so aus. War ja ein bisschen schmutzig vorhin. Beziehungsweise ein bisschen, hatte so ein bisschen so ein paar Pocken und so. Das hier habe ich abgeschliffen. So, und ich habe das halt notdürftig hier wieder zusammengeflickt. Ne? Seht ihr. Also hätte ich da nichts gemacht, wäre ich nicht neugierig gewesen. Wäre die Pumpe in diesem Block hier über kurz oder lang über den Jordan gegangen.
Die Kühlleistung war ganz okay. Ich habe das gebenchmarkt. Ich habe jetzt das Material nicht. Ich habe das aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ich die Dateien schon gelöscht habe. Es ist schon Ewigkeiten her. Aber ich habe die Werte noch im Kopf. Und zwar bin ich am Ende auf 75 Grad Spitzentemperatur beim Ryzen 5 2600X gekommen. Im X265 Benchmark. Mainboard war das X370 Gaming X. Und die installierten Lüfter hier drauf, das waren die Noctua Industrial in dem Moment. Die liefen mit 1000 Umdrehungen. Also ein relativ humanes von der Lautstärke her. 75 Grad Spitzentemperatur. Nach dieser Modifikation, nach dem Saubermachen, also ich habe den Radiator auch öfters ausgespült mit Isopropylalkohol, mit destilliertem Wasser. Den habe ich natürlich nicht aufgemacht. Und dann habe ich das Ganze halt so gut es ging neu befüllt mit auch destilliertem Wasser, aber mit Wasserzusatz. Mit dem Aqua Protect von Innovatec. Und ich habe auch einen Wasserfilter installiert. Hier, da wo die Pumpe das Wasser ansaugt. Das hat mir 5 Grad Celsius gebracht. Danach ist die CPU nur knapp 70 Grad, 71 Grad. Irgendwie 4 bis 5 Grad hat es mir gebracht. Diese Modifikation, also das Saubermachen hier der Kühlfinnen wieder, das neu befüllen und so weiter und so weiter. Ja, warum erzähle ich euch das? Es ist halt so, ganz viele Hersteller setzen bei ihren All-in-One-Lösungen auf Kombinationen aus Aluminium-Radiator, also wirklich auch mit Aluminium-Kanälen, darum geht's ja. Es geht jetzt nicht um die Kühlfinnen, die im Radiator sitzen, sondern die Kanäle. Und dann halt Kupfer. Das reagiert halt miteinander. Es gibt Wasserzusätze, wie auch von Innovatec, die dem Ganzen entgegenwirken. Und das war hier wohl nicht der Fall, dass das da drin war, weil diese Wasserkühlung lief nicht viel. Die lief nicht lang. Die lief, wenn es hochkommt, lief die 3 Wochen oder so. Betriebszeit. Dann lag sie 2 Jahre. Fast 2 Jahre. Und dann habe ich sie aufgemacht und habe mich extrem erschrocken. Ich habe mich echt extrem erschrocken, muss ich sagen. Und ja, das ist einfach nur ein Gedankenanstoß natürlich so. Diesbezüglich einfach eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Also das kann jetzt wirklich sein, dass ich hier Pech gehabt habe mit dem Ding hier. Aber ich habe auch viel gelesen. Viele Leute haben geschrieben, ja, Cracky, hast du keine Probleme damit? Bei mir ist die Pumpe nach 1,5 Jahren kaputt gegangen und so ein Kram. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, was da passiert ist. Ärgerlich. Extrem ärgerlich. Und was da für eine Plörre drin war. Was für eine Sauerei da drin war. Ja. Ich meine, das ist kein teures Ding. Ne? Mit einem 240er Radiator. Hier AM4 kompatibel. War einer der ersten mit am Markt. Für irgendwie 100 Euro oder so. Die Lüfter, die dabei waren, waren auch ganz cool. Bist du eigentlich immer schön dabei. Ne? Hast eine gute Kühlleistung. Danke fürs Abo. Aber am Ende hast du halt relativ schnell dann auch irgendwie Ärger. Ne? So, wir haben gerade die Zeitumstellung erlebt. Meine Damen und Herren. Ja, good old elektrochemische Korrosion zwischen Aluminium und Kupfer liegen 2 Volt bei den Normalpotenzialen. Seht ihr? Also es hat chemische Gründe. Es gibt halt Zusätze fürs Wasser, die dem Ganzen entgegenwirken, womit man dann so eine Mischbestückung auch vielleicht etwas länger zuverlässig betreiben kann. Ansonsten empfehle ich jedem, das jetzt nicht unbedingt so zu machen, wie ich es hier gemacht habe. Das kann ich ja auch nochmal kurz erläutern. Ich werde das nämlich jetzt auseinanderrupfen. Darum erläutere ich das einmal kurz. Hier vorhanden sind, glaube ich, 6 Achterschläuche. Die haben, glaube ich, 6er innen, 8er außen. Ja, das kommt ganz gut hin. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt nur 13 Zehner da. So, wie ihr seht, konnte ich den 13 Zehner hier sehr gut über den ursprünglichen Schlauch schieben. Im Zweifelsfall hat da ein bisschen Vaseline geholfen. Und dann konnte ich das Ding wirklich hier drauf schieben und den kriegst du auch nicht mehr runter. Da hast du keine Chance. Ich habe dann hier mit einem Schlauchverbinder gearbeitet. Eigentlich hätte ich natürlich einfach auf beiden Seiten hier durchschieben können, aber ich habe hier einfach spaßeshalber auch einen Schlauchverbinder verbaut. Das ist eher weniger zu beachten. Man sieht natürlich auch, dass das Ganze hier sehr knickempfindlich ist. Das liegt am 13-10er Schlauch. Also im 16-10er wäre das mit dem Überstülpen definitiv besser, weil das hier ist halt nicht verschraubt, das ist gepresst.
das da aufbröckeln, dass man da neue Anschlüsse dran macht, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Jedenfalls würde ich es dann jedem empfehlen, wenn er denn bastelfreudig ist. Optimalerweise müsste man natürlich noch einen Ausgleichsbehälter integrieren, wobei die Pumpenleistung halt echt nicht so berauschend ist, dass man hier dann auch einen Wasserfilter installiert. Ja. So, warten Sie mal. Ich habe hier nämlich noch eine Aufnahme. Ich weiß nicht, habe ich die mit dem Handy gemacht? Ne, ich glaube, ich habe die damals gemacht mit dem Dingensbummens. Ich hatte die Lepa auch in Kombination mit dem riesigen Reservoir am Laufen. Und du hast so gut wie keinen Wasserstrom gesehen. Aber hier sieht man auch im Bodenbereich des Reservoirs, dass da noch Bröckelzeugs rausgekommen war. In dem Moment. Es hat aber ein Wasserfluss stattgefunden. Also wenn, dann kann so eine Pumpe in der All-in-One kann einen ganz kleinen Ausgleichsbehälter befeuern. Also zum Beispiel so ein Cape Corp oder wie der heißt von Alpha Cool. Wenn die Schlauchwege nicht zu lang sind, dann geht das wohl. Aber theoretisch könnte man halt mit so einer Option mit relativ wenig Materialaufwand. Also im Prinzip ist es ja, man bräuchte vielleicht zwei Fittings, Schlauch zum Überstülpen und dann halt hier so ein Wasserfilter. Ja, das auseinandernehmen und sauber machen, das ist natürlich alles immer eine Sache, die man halt dann in Erwägung ziehen muss. Aber so Kühlblöcke für CPUs sind teuer. Und ich bin halt so ein alter Bastelheini und daher habe ich das hier gemacht. Silent Loop fällt ja auch gerne aus. Ja, die Silent Loop hat nur Kupfer. Ja, ich weiß nicht, ob die Pumpen Probleme haben oder das liegt dann an falschen Installationen. Das ist halt immer das Problem auch bei All-in-Ones. Du musst halt immer darauf achten, dass wenn du die einbaust, dann muss halt die Pumpe muss halt unter Wasser stehen. Also entweder baust du es so ein, ja, ihr seht, der Schlauch ist viel zu lang geworden dadurch. Entweder du baust es so ein oder wenn du jetzt meinetwegen einen 120er hast, hier hinten, dann musst du den 120er auch so einbauen, dass die Schlauchanschlüsse unten sind. Dass auf jeden Fall die Luft, die in so einem Kreislauf immer entsteht, im Radiator ist und nicht bei der Pumpe vorbeikommt. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man darauf achtet. Aber ja, faszinierend. Also was da für eine Plörre drin war, es war schon richtig eklig. Kann man nicht die Anschlüsse wechseln? Leider nicht, die sind festgepresst hier bei dem Ding. Die sind festgepresst. Ja. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Wie gesagt, ich rupfe das Ding jetzt im Rahmen einer Bastelnacht auseinander und bin froh, dass ich das dann doch mal auf digitales Zelluloid gebannt habe. Kommentare dazu gerne ab dafür. Dafür ist der Kommentarbereich auf YouTube gedacht. Es gibt Presswerkzeug. Ja, es gibt so vieles, wisst ihr. Mit dem Überstülpen der Schläuche bin ich sehr, sehr gut gefahren. Also keine Schwierigkeiten diesbezüglich. Und das ist so ein Bastelpreisspartipp. Also dann doch eher eine Custom-Vacu. Das Problem ist, eine Custom-Vacu, wie lange mache ich den Wahnsinn? Jetzt seit 3 Monaten oder so. Ich habe noch keine Langzeiterfahrung. Allerdings ist es halt so, dass die ganzen renommierten Hersteller, die setzen halt nur auf Kupfer. Oder edlere Metalle. Kupfer, Edelstahl, Messing. Und da hast du das Problem halt nicht. Mit dieser Reaktion. Ansonsten gibt es Wasserzusätze. Ne? Es gibt dieses Innovatec Aqua Protect, mit dem du halt destilliertes Wasser punchen kannst, sozusagen, um das fähig zu machen für Wasserkühlungskreislauf. Dann gibt es hier von Aqua Computer gibt es dieses Dr. Vogts Ultra Protect Schieß mich tot, was auch für gemischte Metalleinsatz gedacht ist. Das, was hier in der Lepa in dem Aqua Changer drin war, das war auf jeden Fall nicht gut. Also wenn da ein Zusatz drin war, dann hat seine Wirkung schon vor langer Zeit aufgehört. Weil wie gesagt, die lief nicht lang. Ja. Die lief nicht lang. Ärgerlich. Machst du nix? Ich habe sie am Leben erhalten und sie wandert mit ein bisschen Glück in das Medion-Monstrum.
Also, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cracky ist raus. Tschüss.